E per oggi abbiamo finito, è tutto. Alla prossima volta, buona serata. Nächste Woche muss ich leider aussetzen. Das ist aber kein Problem. Wenn Sie zwischendurch Zeit haben, schauen Sie sich die Lektion 9 an. Finalmente al mare. Endlich am Meer. Giusto. Nicht vergessen. Un poco ogni giorno, ma tutti i giorni. Jeden Tag ein wenig, aber jeden Tag. Brava. Was ist mit Ihrer Bekannten, Herr Teske? Hat er aufgegeben? Ich weiß nicht. Ich sehe den nicht mehr so oft. Dormi bene. Buona notte. Schönen Abend noch. Sie? Ja. Ich habe auf Sie gewartet. Aha. Es geht um meinen Bruder. Ihren Bruder? Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ich kenne Ihren Bruder nicht. Sie waren vorgestern in seinem Laden und haben einige Bücher bei ihm gekauft. Bechler ist Ihr Bruder? Ja. Er hat Sie gleich wiedererkannt. Ja. Was ist das für ein Geschäft, von dem Sie da reden? Hören Sie, mein Bruder ist gerade dabei, sich eine neue Existenz aufzubauen. Ja, und was hat das mit mir zu tun? Ja, können Sie sich denn das nicht vorstellen? Die unverhoffte Begegnung mit Ihnen hat ihn sehr durcheinander gebracht. Sie und er in derselben Stadt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich möchte verhindern, dass er etwas Unüberlegtes tut, dass er auf die Idee kommt... Sich zu rächen. Ist es das, was Sie sagen wollen? Ja. Ja, ich habe Angst, dass etwas passiert. Dass Ihnen etwas passiert. Was schlagen Sie vor? Soll ich mich in Luft auflösen? Bitte gehen Sie weg aus München. Ziehen Sie in irgendeine andere Stadt, weit weg. Sie glauben, damit ist das Problem gelöst? Ich bin davon überzeugt. Sie sollen das doch auch nicht für umsonst tun. Ach, natürlich nicht. Ja, also was sagen Sie? Nicht und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Sie gewarnt. Ich garantiere für nichts. Bei mir ist eingebrochen worden. Ja, da ist eine Bombe im Kühlschrank. Weiß ich nicht.
Siehst du da, meine restlichen Sachen holen. Willst du? Bernd, ich bitte dich. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Ist es wegen dieser Frau, diese, wie heißt sie? Anne Siegmund? Maren, ich will die Scheidung, hörst du? Und es ist nicht wegen Anne Siegmund. Du lügst. Ich habe euch doch beobachtet, du wohnst bei ihr. Maren, ich will nicht mehr drüber sprechen. Ich will euch da nicht mit reinziehen. Wo reinziehen? Die Kinder sind vorläufig bei meinen Eltern, du hast die Nummer. Sag mir wenigstens, wo ich dich erreichen kann. Du hast meine Handynummer. Was soll ich damit? Du gehst ja nie ran. Und ruf bitte nicht in der Firma an. Die wissen von nichts. Bernd, ich... Mach's gut. Ich hab dich nicht gesehen. Komm. Es tut mir leid. Was ist das hier? Ein Sprengsatz, eisgekühlt. Hier im Kühlschrank war der Sprungkörper angebracht, mit so einer Art Druckmechanismus. Warum ist das Ding nicht explodiert? Schicksal. Schönes Schicksal, wenn man danach erschossen wird. Und wie hieß die Dame? Anne Siegmund. Um 22.05 Uhr hat sie die Polizei angerufen und einen Einbruch gemeldet. Um 22.20 Uhr waren dann unsere Kollegen von der Streife hier. Aber sie war schon tot. Dem Täter blieben also maximal 10, 12 Minuten. Zeit genug für einen Mord. Der Einbrecher muss über den Balkon gekommen sein, als sie nicht zu Hause war. Hat er Ihnen das gesagt? Ja, aber es kann ja nur so gewesen sein. Dann hat er den Sprengsatz im Kühlschrank angebracht. Ja, und gesucht hat er auch irgendwas. Da hat er draußen gewartet, bis sie nach Hause kommt und in den Kühlschrank geht. Ja, er hat gewusst, dass sie das tut. Ja, klar, das tun da alle Frauen, bevor sie ins Bett gehen. Er wollte sehen, ob der Kühlschrank in die Luft fliegt. Aber die Bombe war ein Flop. Also musste er zurückkommen. Und diesmal durchs Haus. Hat er einen Schlüssel gehabt? Nö. Er hat geläutet und sie hat ihn eingelassen. Also wenn das mal mit dem Polizeidienst nicht mehr klappt, dann melden wir sie bei den Hellsehern an. Wir haben drei Hülsen gefunden im Eingangsbereich. Zwei vor der Wohnungstür und eine im Flur. Ist sie das? Ja. Anne Siegmund, geboren am 19.03.65 in Oldenburg. Wissen Sie, was sie gemacht hat? Arzneimittel verkauft. Sie war Pharmareferentin. Was haben wir heute? Montag? Montag, ja. Dann war sie heute Abend bei einem Italienischkurs. Ach, die Bücher waren in der Plastiktüte da. Herbert Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft. Da muss doch irgendwo eine Quittung sein. Ja, hier. Genau, von vorgestern. Buchhandlung und Antiquariat Heinzmann. Dostojewski, Schuld und Sühne. Hi. Vergebung ist ein Teil der Sühne, aber verlass dich nicht darauf. Und Sie haben die Wohnung darunter? Ja, wir sind die Eigentümer. Und Sie haben nichts gehört? Wir sind erst nach Hause gekommen, als die Polizei schon da war. Na gut, was wissen Sie über Anne Siegmund? Seit wann hat sie hier gewohnt? Seit 3 Jahren. Alleine? Ja, aber Besuch hatte sie auch. Auch über Nacht? Natürlich. Inge, bitte. Wenn man in einem Haus zusammen wohnt, dann merkt man das doch. In letzter Zeit war es immer dasselbe. Allerdings. Ja? Ich habe ihn seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ja. Hat sie mit ihm Schluss gemacht? Das weiß ich nicht. Sie hat nur zu mir gesagt, Frau Kracht, wir müssen das Schloss austauschen. Wie sah er denn aus? Schön. Das ist
Geschmackssache. Ja, geht's ein bisschen genauer. Groß, dunkelhaarig, immer korrekt gekleidet. Und wie alt war er? Ende 30, Anfang 40. Gut. Vielen Dank. Ja, was passiert denn mit der Wohnung jetzt? Die bleibt versiegelt, bis meine Kollegen mit ihren Untersuchungen fertig sind. Morgen. Morgen. Ich hab gedacht, du bist schon weg. Es war so schön im Haus. Wir hatten Bereitschaft. Kann ich morgens immer eine Stunde länger schlafen. Aber du warst nicht in der Apotheke. Danke. Wer sagt das? Ich habe angerufen. War ich vielleicht mal zwischendurch weg? Ich habe übrigens deinen Zettel gefunden. Worüber wolltest du mit mir sprechen? Ich wollte dir sagen... Ja? Ich bin gestern zu einer Entscheidung gekommen. Wir sollten den Laden nicht vergrößern. Nichts mehr investieren. Warum nicht? Ich habe andere Pläne. Du hast andere Pläne? Sag mal, ich zerbrech mir den Kopf darüber, wie du wieder auf die Beine kommst, richte dir da diesen kleinen Buchladen ein und mein Herr Bruder hat plötzlich andere Pläne. Darf ich vielleicht mal fragen, was du vorhast? Später. Okay, okay. Ich habe heute Mittag in deiner Nähe zu tun. Da sprechen wir drüber. Hast du übrigens noch mal was von dieser Frau gehört? Nein. Warum fragst du? Weil ich mir vorstellen kann, was in dir vorgeht. So? Seh doch, wie dich das mitnimmt. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon damit fertig. Ja? Irene? Du hast ja vielleicht Nerven. Ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht anrufen. Mein Bruder... Weißt du, was passiert ist? Das würde ich gerne von dir hören. Ich habe alles so gemacht, wie wir es besprochen haben. Ja, hör zu, wir sehen uns heute Abend, ja? Ich rufe dich vorher an. Bernd? Ja? Ich hoffe doch, du bist so schlau und fährst nicht mehr mit deinem Wagen durch die Gegend. Bitte? Moment. Moment, Herr Kollege. Krass. So, jetzt können wir... Ja, es ist unser Hausorchester. Wir waren beim Sprengstoff. Das Übliche. Ja, und warum ist das Ding nicht hochgegangen? Was für Wasser? Hm. Und kann ich das schriftlich kriegen? Bis wann? Jo, danke. Schon heiser, der Kollege, wa? Ja, er schaut ja nicht gut drauf. Ja. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass das vegan ist, dann hätte ich auf Barry White getippt. Das ist Barry White. Nein, wer hat ihn denn ausgegraben? Hey, Hause. Unsere erste heiße Spur. Ich hoffe, heißer als der Kaffee hier. Mit Sicherheit. Den liebe Bernd. 1.5. von diesem Jahr. Mhm. Die Kassette habe ich im Auto der Toten gefunden. Ja, Laber? Wahrscheinlich. In Liebe, Bernd. Vielleicht hat sie ihn Barry genannt. Nachname? Teske, Bernd Teske. Wissen Sie das vom Handy? Ja. Die Nummer hat sie in den letzten 3 Monaten am häufigsten angerufen. Trotzdem war sein Name nicht in ihrem Handy gespeichert. Ja, wundert Sie das? Die Beziehungen werden heutzutage mit der Löschtaste beendet. Hier, das ist seine Adresse. Ist das aus dem Nachlass der Toten? Ein Teil davon. Ja, viel Spaß. Was wissen wir denn über die Frau? Wenig, lupenreines Vorleben, unauffällig wie ein Gänseblümchen. War seit 15 Jahren in München gemeldet, hat vor 12 Jahren bei der Firma Pluramed angefangen. Unverheiratet, katholisch, keine Kinder, das war's. Gänseblümchen? Katholisches.
Ach ja, der Sprengsatz im Kühlschrank. Ja, was ist damit? Der ist nicht explodiert, weil Kondenswasser auf den Zünder getropft ist. Noch ein Einzelzimmer frei. Den Namen bitte. Gut. Auf Wiedersehen. Grüß Gott, Herr Beck. Grüß Gott. Danke. Kann ich eine Zeitung haben, bitte? Ja, natürlich. Wissen Sie schon, wie lange Sie bleiben? Wahrscheinlich bis morgen. Ich sage Ihnen heute Abend Bescheid, ja? Kein Problem. Und schönen Tag noch, ja? Gleichfalls. Tut mir leid, es ist noch nicht aufgeräumt. Doch, bitte nur keine Umstände. Sie sagen, Ihr Mann ist ausgezogen. Kennen Sie seine neue Adresse? Nein, die hat er uns nicht mitgeteilt. Die Beschreibung kommt hin. Mhm. Wo arbeitet Ihr Mann? Bei Pluramed, das ist ein Pharmaunternehmen. Hat er dein Büro? Nein, er ist im Außendienst, aber ich kann Ihnen eine Nummer geben. Fragen Sie nach Herrn Bode, das ist sein Chef. Oder Frau Wienhold. Die untere ist seine Handynummer. Danke. Hier kann man sich wohlfühlen. Mein Mann offensichtlich nicht. Eine andere Frau. Ja, so ist das nun mal. Kennen Sie sie? Ich habe nur gehört, dass es eine Kollegin sein soll. Sie ist tot. Sie wurde gestern Abend in ihrer Wohnung erschossen. Und Sie glauben... Sie sind hier, weil Sie annehmen, dass mein Mann die Frau erschossen hat? Das wissen wir noch nicht. Die Beziehung war angeblich zu Ende. So. War sie das? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Kann man das sehen? Sie glauben, ich mache mir jetzt Hoffnung, dass er zu uns zurückkommt. Stimmt. Ich mache mir Hoffnung. Der Tiske hat sich gestern krank gemeldet. Und an sein Handy geht er nicht ran. Wir bräuchten das Autokennzeichen und ein Foto von Ihrem Mann. Da muss ich das suchen. Wo waren Sie gestern Abend? Bei einer Freundin, der ist dasselbe passiert. Sowas verbindet. Das ist jetzt nicht dienstlich, aber es interessiert mich trotzdem. Würde Ihre Freundin Ihren Mann wieder aufnehmen, wenn er zurückkäme? Ja. Und ich auch. Auch wenn er die Frau erschossen hätte? Auch dann. Danke. Guten Tag. Wir schließen gleich. Ja, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Siska, Kripo München. Was wünschen Sie? Sie sind Herr Heinzmann? Nein, Bächler. Heinzmann, die ist der vorige Besitzer. Kennen Sie diese Frau? Kommt mir bekannt vor. Vielleicht eine Kundin? Das fragen wir Sie. Ich kann mich im Moment nicht erinnern. Diese Frau hat vor 3 Tagen am Samstag bei Ihnen 2 Bücher gekauft. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. In einem war diese Notiz. Vergebung ist ein Teil der Sühne, aber verlass dich nicht darauf. Merkwürdig. Sie haben das nicht da reingeschrieben. Ich? Nein. Wissen Sie, wir verkaufen hier viele Bücher antiquarisch. Das kann irgendwer reingeschrieben haben. Vielleicht.
Das kann man feststellen. Und Sie haben die Frau auch vorher noch nie gesehen? Nein. Schließ du bitte mal zu. Die Herren sind von der Kripo. Das ist meine Schwester, Frau Stöcker. Guten Tag. Kennst du diese Frau? Was ist mit der Frau? Sie ist erschossen worden. Wann? Und wo? Gestern Abend in ihrer Wohnung. Ach. Sie wurde erschossen? Ja. Und Sie haben sie nicht gekannt? Nein. Gibt es irgendeinen besonderen Grund, weshalb Sie ausgerechnet hier ermitteln? Die Frau war Kundin ihres Bruders und hat zwei Bücher bei ihm gekauft. Ja, und? Wer schreibt denn sowas? Sehen Sie, das ist jetzt eine gute Frage, deshalb sind wir hier. Das ist doch nicht deine Handschrift, oder? Nein. Sie waren gestern Abend wo? Wir waren zu Hause. Beide? Ja, wir wohnen zusammen. Meine Karte. Mich erreichen Sie in der Ruland-Apotheke, falls noch Fragen sind. Schon möglich. Sie sind Apothekerin? Mhm. Gut. Vielen Dank, das war's. Wiederschauen. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Sie ist erschossen worden. Das habe ich gehört. Warum siehst du mich so an? Ich habe nichts damit zu tun. Warum hast du gesagt, dass wir den ganzen Abend zusammen waren? Na, warum wohl? Was glaubst du, was passiert, wenn sie erfahren, dass du kein Alibi hast? Und du? Wo warst du, als ich dich angerufen habe? Die können doch leicht feststellen, dass du gestern Bereitschaftsdienst hattest. Sonst rausfinden, ob das seine Schrift ist oder nicht. Sehr aufmerksam. Ja? So, kann ich jetzt mal telefonieren? Bitte sehr, bitte sehr. Meine armen Frau Teske mal helfen, ihren Mann zu finden. Fahren. Ja. Mein Schale, geh ran, wo sind Sie denn? Hanne hier. Ja, Siska hier. Hanne, haben Sie eine Hand frei? Selbstverständlich. Das ist der Vorteil, wenn man mit dem Kopf arbeitet. Gut, dann schreiben Sie mal mit. Ja, Moment. Ja, ich bin soweit. Also, die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Es geht übers Radio. Dunkelblauer Ford, also gesucht wird dunkelblauer Ford Mondeo, Baujahr 94. Polizeiliches Kennzeichen MJP 9912. Haben Sie das? Ja, habe ich. Ist das der Wagen von Teske? Genau. Und dann sehen Sie doch mal nach, ob es etwas über einen Horst Friedrich Bechler gibt. Immer zu Diensten. Sehr gut. Jetzt gehen Wiegand und ich etwas essen. Oh, beneidenswert. Ich bin auf Diät heute. Apfel, ja, und Salbeitee. Oh ja, da passen Sie aber auf, dass Sie nicht vom Fleisch fallen, Sie Arme. Hä? Ich passe auf. Ich will klare Verhältnisse. Auffälliger geht's wohl nicht. Du hast gesagt, dass du mich an deinen Apotheken beteiligen wirst. Wann? Ich muss in meiner Firma kündigen, wenn ich bei dir einsteigen will. Und außerdem interessiert mich, was privat mit uns wird. Du hast doch gesagt, dass wir zusammenziehen wollen. Warte doch noch. Es macht doch keinen Sinn, jetzt was zu überstürzen. Irene, ich warne dich. Komm nicht auf die Idee, mich reinzulegen. Mit 20.000 lasse ich mich nicht abspeisen. Entschuldige bitte, du hast dich nicht an die Abmachung gehalten. Ich habe dir gesagt, dass ich vorher mit ihr sprechen werde. Du konntest es nicht abwarten und dann ist es schiefgegangen. Sie ist tot! Ja. Das war's doch, was du wolltest! Ja! Ich muss dringend weg, ja. Wir sprechen heute Abend drüber. Und vergiss nicht, ich habe da noch ein paar interessante Unterlagen. Du wirst eine Menge Probleme kriegen, wenn die in die falschen Hände gelangen. Was ist denn los mit dir? Du wirst doch jetzt nicht nervös werden.
Wir sehen uns heute Abend. Wenn's geht, ja, heute noch. Ja, das hoffe ich auch. Danke. Wo ist Lorenz? Ich schick noch mal das Alibi von der Maren Teske. So, das muss ins Labor hier. Ein Schriftvergleich. Ja, ich muss wissen, ob das Bechlers Handschrift ist und wann das geschrieben wurde. Sitzen Sie? Was? Nee, wieso? Ach so, Moment, Moment. So, jetzt sitze ich. Horst Friedrich Bechler ist vor 15 Jahren in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden und vor einem halben Jahr freigekommen. Mord, versuchter Mord, Geiselnahme, Erpressung des Staates, ein ehemaliger Terrorist. Der Sprengsatz? Ja, genau. Die Fahndung nach dem Wagen von Teske, die läuft jetzt jede halbe Stunde über alle Münchner Sender. Gut, dann hören wir uns mal an, was der Buchhändler zu der Bombe im Kühlschrank sagt. Für den Fall, dass Ihnen noch jemand über den Weg läuft, der Ihnen verdächtig vorkommt, die Tatwaffe, die wir suchen, ist eine 9 mm Glock. Alles klar. Arne hier, ich habe was zum Abholen. Ja. Haben Sie was vergessen? Ich nicht, Sie. Sie haben uns ein bisschen zu wenig über sich erzählt. Sie haben mich nicht danach gefragt. Dann holen wir das jetzt nach. Kommen Sie rein. Danke. Was wollen Sie wissen? Sie haben doch alles in Ihren Unterlagen. Ich kenne Ihre Akte nicht. Das liegt lange zurück. Ich habe 15 Jahre dafür gebüßt und ich tue es immer noch. Wo waren Sie gestern Abend? Es wäre besser für Sie, wenn Sie reden würden. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich kenne diese Frau nicht und ich weiß nicht, wer sie erschossen hat. Bevor Anne Sigmund erschossen wurde, hat jemand versucht, sie mit einem Sprengsatz zu töten. Wir haben im Kühlschrank Plastiksprengstoff gefunden, der mit einem Druckmechanismus gezündet werden sollte. Interessant. Mhm. Und jetzt glauben Sie, für sowas kommt natürlich nur ein Ex-Terrorist in Betracht. Ja, der Schluss läge doch nahe. Tja. Das muss ein Anfänger gewesen sein. Ein Profi hätte wahrscheinlich eine Handgranate genommen. Haben Sie eine Waffe? Nein. Glauben Sie mir, ich habe meine Lektion gelernt. Wo ist die Ruland-Apotheke? In der Rulandstraße. Aber Sie liegen falsch. Meine Schwester hatte gestern Bereitschaftsdienst. Sie war den ganzen Abend in der Apotheke. Ihre Schwester hat uns die Unwahrheit gesagt. Sie wollte Ihnen ein Alibi verschaffen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum. Rufen Sie mich doch einfach an, wenn Ihnen wieder einfallen sollte, wo Sie gestern Abend waren. Sonst nichts? Nein, alles in Ordnung. Danke. Ja? Ah, Horst. Was ist los? Aha. Wann? Ja, gut. Ja. Ja? Entschuldigung, hier ist ein Herr von der Polizei. Ja. Lassen Sie ihn herein. Bitte schön. Danke. Tag. Tag. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Möchten Sie auch einen Kaffee? Danke, nein. Sie haben erfahren, wer mein Bruder ist. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Versuchen Sie es. Sie haben ihn vorher nicht gekannt. Nein. Diese Jahre im Gefängnis haben ihn sehr verändert. Es hört sich so an, als würden Sie es bedauern. Oh nein, nein. Verstehen Sie mich nicht falsch. Er hat seine Strafe verdient, aber er ist so eigenartig geworden, so uninteressiert und ideenlos. Sie waren gestern Abend in der Apotheke?
Hat er Ihnen das gesagt? Den ganzen Abend? Mhm. Warum das falsche Alibi für Ihren Bruder? Weil Sie glauben, dass er eins braucht? Hallo? Weil Sie nicht ausschließen können, dass er die Frau umgebracht hat, ist es so? Nein, das glaube ich nicht. Hat er Sie gekannt? Gab es eine Verbindung zwischen Anne Siegmund und ihm? Und Sie wissen auch nicht, wo er gestern Abend war? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Mir hat er auch nichts gesagt. Ja, danke für den Tipp. Kennen Sie einen Mann namens Teske? Wer ist das? Das sage ich Ihnen, wenn Sie meine Fragen beantworten, ja? Danke, bemühen Sie sich. Ach, Frau Stöcker. Solange Sie uns nicht die Wahrheit sagen, gehe ich davon aus, dass Sie damit drinstecken. Ist das klar? Moment, ich habe den Meldeschein gleich. Und Sie sind sicher, dass der Wagen einem Ihrer Gäste gehört? Ja, deshalb habe ich ja angerufen. Wie heißt der Mann? Ah, hier ist er. Beck. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht sein richtiger Name. Beck Gregor. Eingecheckt vor einer Woche. Haben Sie sich den Ausweis zeigen lassen? Nein. Das war ein Fehler. Ist er im Haus? Nein, aber hier ist der Zimmerschlüssel. Na gut, dann wollen wir mal. Erster Stock. Gut. Bleibst du hier oben? Ja. Wie heißt die Pension? Hören Sie, ich habe mir das anders überlegt. Lassen Sie mich an der nächsten U-Bahn-Station raus, ja? Ich habe noch was zu erledigen. Wie Sie wollen. Adresse. Jakob? Ja, ich bin's. Du, hier ist mehr als nur ein Auto. Siska! Erzähl. Ja? Wir haben Teskes Unterschlupf gefunden. Wo? In einem kleinen Hotel in Obermenzing. Er hat sich hier vor einer Woche unter falschem Namen eingemietet. Ist ziemlich idyllisch. Und wo ist er jetzt? Der Vogel ist ausgeflogen, aber alle seine Klamotten sind hier. Willst du dich da einquartieren? Schickst du mir die Spurensicherung und zwei Leute zum Observieren? Moment! Was ist? Nein, das war nicht für dich. Ich brauche die Adresse, Lorenz. Am Weiher. Nummer 15. Ja, alles klar. Und tschüss. Ich falle ein. Warten Sie, es gibt noch eine andere Spur. Es gibt eine Verbindung zwischen Bächler und Anne Siegmund. Die haben sich schon von früher gekannt. Spurensicherung. Ja, ich gebe Ihnen eine Adresse durch. Am Weiher 15. Eine Pension. Kollege Wiegand wartet vor Ort. So. Zwei Äpfel pro Tag, Hahn, dann grenzt sie an Völlerei. Wollen Sie einen? Danke. Gerlind Wevers, wie sind Sie denn darauf gekommen? Besser setzen Sie sich. Bei den Papieren von Anne Siegmund gab es keine Dokumente außer der Geburtsurkunde, die vor 1985 datiert waren. Keine Schulzeugnisse, keine Versicherungen, keine Arbeitsnachweise. So, als hätte sie vorher nicht existiert. Kann ich doch einen Apfel haben? Hier, bitte. Ich habe das Standesamt in Oldenburg angerufen, der angebliche Geburtsort von Anne Siegmund. Die haben gesagt, da ist ein Sperrvermerk drauf. Und da hat es bei Ihnen Klick gemacht? Sie erinnern sich an das Foto mit dem kleinen Kommunionkind und der Frau. Auf der Rückseite war der Name eines Hildesheimer Fotografen. Die Tochter des Fotografen hat sich erinnert, dass das Mädchen mit ihr in die Schule ging und Gerlind Wevers heißt. Moment, Moment. Gerlind Wevers. Da lesen Sie mal das.
Staatsanwaltschaft Frankfurt-Main? Gerlind Wevers hat 1985 in einem Prozess in Frankfurt gegen Bächler und zwei Mitangeklagte ausgesagt. Kronzeugenregelung? Die gab es damals noch nicht. Aber ein Deal mit dem Staatsanwalt. Aufdeckung einer Straftat und urteilsfähige Beweise gegen Straffreiheit und eine neue Identität. Aus Gerlind Wevers wurde Anne Siegmund. Nach 15 Jahren laufen sich die beiden wieder über den Weg. Vergebung ist ein Teil der Sühne, aber verlass dich nicht darauf, das ist eindeutig Bächlers Handschrift. Und das ist auch das Ergebnis der Schriftanalyse? Ja. Rufen Sie den Wieger dann. Ich habe einen anderen Kunden. Ach, Hane, die Äpfel bringe ich morgen mit. Wo bist du? Ich habe dir doch gesagt, du sollst deinen Wagen verschwinden lassen. Nein, das ist unmöglich. Nein, du kannst nicht herkommen. Also gut, wir treffen uns in einer Stunde am Frankfurter Ring. Genau, da, wo unser erstes Rendezvous war. Bis dann. Ja? Da ist jemand für einen Ziska. Der Ziska ist nicht hier. Ja, bitte? Teske. Ah, Hane. Tut mir leid, aber Herr Ziska ist nicht im Haus. Kann ich etwas für Sie tun? Nehmen Sie doch Platz. Ich habe die Durchsage im Radio gehört. Haben Sie meinen Mann schon gefunden? Bisher noch nicht. Wo war der Wagen? In Obermenzing, in einer Seitenstraße in der Nähe eines kleinen Hotels. Wohnt er da? Er hat da gewohnt. Wo er jetzt ist, wissen wir nicht. Wenn ich etwas erfahre, rufe ich Sie an. Ah ja, mein Kollege war bei Ihrer Freundin. Und? Sie hat bestätigt, dass Sie gestern da waren. Ja. Machen Sie es kurz. Oh, das liegt ganz bei Ihnen. Ich meine, die Fragen sind schnell gestellt. Ich weiß nicht, wie lange Sie für die Antworten brauchen. Für die ehrlichen Antworten. Sie wissen nicht, wovon ich spreche? Nein. Na schön, dem kann man noch leicht abhelfen. Sie haben beide gesagt, dass Sie Anne Siegmund nicht kannten. Ja. Sehen Sie, und das ist falsch. Wir wissen inzwischen, wer Anne Siegmund in Wirklichkeit war und welche Rolle sie bei der Verurteilung ihres Bruders gespielt hat. Ist er zu Hause? Ja. Und Sie glauben, dass das ein Motiv ist, die Frau umzubringen? Für manche Menschen wäre es das. Und Sie glauben es doch auch. Warum fragen Sie sich sonst, wo Ihr Bruder an dem Abend war? Sie haben recht. Ich habe geglaubt, dass er ein Alibi braucht. Kämen Sie nicht auf die Idee, dass sich jemand an der Person rächen will, die ihn für 15 Jahre hinter Gitter gebracht hat? Sie wissen, dass er dafür selbst verantwortlich war. Ja. Aber er hat seine Strafe abgesessen. Und sie hat sich mit Hilfe der Justiz da rausgemogelt, obwohl sie genauso dazugehört hat. Und trotzdem hat er mit ihrem Tod nichts zu tun. Warum sind Sie so sicher? Weil mein Bruder während seiner Haft ein Nichts geworden ist. Also haben Sie das für ihn übernommen? Also gut. Ich war nicht den ganzen Abend in der Apotheke. Ich habe mich für eine Stunde von einem Kollegen vertreten lassen. Warum? Weil ich wusste, dass Anne Siegmund jeden Montagabend einen Sprachkurses besucht. Woher? Ist doch egal. Absolut nicht. Nachdem sie im Laden meines Bruders war, habe ich mich über sie erkundigt. Ich bin dann da also hingefahren und habe ihr ein Angebot gemacht. Ich habe ihr Geld angeboten, wenn sie bereit ist, in eine andere Stadt zu ziehen. Das schien mir die beste Lösung. Und? Sie hat nicht darauf reagiert. Das war alles. Von wann bis wann waren Sie weg? Von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Sie können das nachprüfen. Der Kollege, der mich vertreten hat, heißt Zimmer. Er arbeitet in der Borromäus-Apotheke.
Ich kann Ihnen sagen, wo ich gestern Abend war. Meine Schwester wird das nicht verstehen, weil sie andere Pläne hatte. Ja, nun red schon. Kennen Sie das Kloster am Hofweg? Nein. Ein kontemplativer Orden. Was hast du vor? Ich werde da eintreten. Schon bald. Gestern Abend war ich dort und habe mit dem Abt gesprochen. Sie wollen ins Kloster gehen? Ja. Welche Überraschung. Oh Gott. Ich begreife das nicht. Ich... Das musst du auch nicht. Das ist ganz allein meine Sache. Ido holt sich seine Erfolgserlebnisse, wo er sie kriegt, ne? Und wo ist ihr's? Wir wissen jetzt, dass Teske den Sprengsatz gebaut hat. Und zwar in seinem Hotelzimmer. Wer hat das geschickt? Unsere vierbeinige Spurensicherung. Gut. Bleibt die Frage, ob Teske auch geschossen hat. Ja, er oder Bechler oder Irene Stöcker. Bechler ist raus. Wieso? Ja, weil er zur Tatzeit im Kloster war. Bitte schön. Danke dir. Danke. Wo war der? Ja, der Bechler will seinen Buchladen aufgeben und in einen Orden eintreten. Prost. Der Abt hat bestätigt, dass er gestern Abend bei ihm war, um die Formalitäten zu besprechen. Ich fass es nicht. Vom Saulus zum Paulus. Ja. Und was mit seiner Schwester? Das weiß ich noch nicht. Sie sagt, dass sie Teske nicht kennt. Die hat dann schon mal belogen. Eben. Was ist, wenn der Mord an Anne Siegmund mit Bechlers Vergangenheit gar nichts zu tun hat? Sondern? Anne Siegmund hat Medikamente an Ärzte und Apotheker verkauft. Das macht Teske auch. Und Irene Stöcker ist Apothekerin. Glauben Sie, dass das ein Zufall ist? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, den wir noch nicht kennen. Anne hier. Oh ja, in Ordnung? Na endlich. Faxen Sie das doch bitte an die Bank in Bad Reichenhall. Die Faxnummer steht unten auf meinem Antrag. Ja? Danke, sehr gut. Was ist denn mit der Bank? Wir haben Teskes Bankauszüge. Vom Konto einer Reichenhaller Bank sind vor 4 Tagen 20.000 Mark an ihn überwiesen worden. In einer Stunde wissen wir, wem das Konto gehört. Sie glauben gar nicht, wie viel Bürokratie für so einen kleinen Antrag nötig ist. Das glaube ich Ihnen gerne, Herr Kollege. So, jetzt lotsen Sie mich mal von der Rulandstraße zur Nordendstraße, von dort zur Wohnung von Anne Siegmund. Das ist die Kronauer Straße und dann wieder zurück zur Rulandstraße. Was ist los? Wollen Sie einen Taxischein machen? Ja, kann man nicht schaden. Zweites Standbein. Wie lange braucht man für diese Strecke? Tagsüber? Na, nachts. Zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr. Maximal 50 Minuten, würde ich sagen. Und genau für diese eine Stunde hat sich Irene Stöcker am Tatabend von einem Kollegen vertreten lassen. Das ist verdächtig, aber leider nur ein Indiz. Wofür? Dafür, dass sie Zeit genug gehabt hätte, Anne Siegmund zu erschießen. Ja, eben. Und das Motiv wackelt. Ich glaube nicht, dass sie Anne Siegmund wegen der alten Geschichte mit ihrem Bruder umgebracht hat. Haben Sie ein anderes Motiv? Da bin ich eben noch auf der Suche. Danke. Bitte. Dann lesen Sie doch mal, was ich Ihnen auf den Tisch gelegt habe. Tablettenschwindel in großem Stil? Nur das Markierte. Die Polizei vermutet, dass es eine Ostsee-Connection gibt?
Und die Billigpräparate über Skandinavien nach Deutschland kommen, hier in Originalverpackungen umgefüllt und als Markenprodukte zu den üblichen Handelspreisen verkauft werden. Gewinnspanne 500%, mein lieber Schwan. Und vermutlich hängt Irene Stecker damit drin. Hier, Namen und Adressen von Apotheken. Allein drei davon in München. Felseneck, Borromeus und Uhland Apotheke. Und alle drei gehören Irene Stöcke. Gut, aber das hilft uns nicht weiter. Mit Zeitungsartikeln und der Namensnennung der Apotheken können wir ihr nichts nachweisen. Immerhin wissen wir jetzt, wo Frau Stöcker der Schuh drückt. Das ist richtig. Vielleicht hat die Anne Siegmund ja noch mehr Material gesammelt. Teska hat's gesucht, aber nicht gefunden. Hoffentlich hat Lorenz mehr Glück. Wo ist er überhaupt? Im Keller von Anne Siegmund. Gibt's eine Spur von Teske? Wir haben die Fahndung nach ihm verstärkt. Hane, wenn Sie Teske wären, mit brisantem Material im Koffer und die Polizei wäre Ihnen auf den Fersen, wo würden Sie sich verstecken? Bei meiner Mutter. Aber die lebt nicht mehr. Sehr witzig. Ach, Hane, wissen Sie, ob Teskes Mutter noch lebt, geschweige denn, wo sie wohnt? Nein, aber das müsste ja herauszukriegen sein. Nur so eine Idee. Gewusst, dass Sie eines Tages im Untergrund landen werden. Willkommen beim Suchtrupp. Wenn Sie mal Kopfschmerzen haben, die reichen bis zu Ihrer Pensionierung. Wenn Sie vorher versetzt werden, dann komme ich mit der Hälfte aus. Hier, wenn Sie mal schauen wollen. Na, wer sagt's denn? Das ist ja komplettes Beweismaterial. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich habe mir noch mal den Terminkalender von der Siegmund angesehen. Ja. Und da gibt's unter heute eine Eintragung. Winterreifen. Moment, Winterreifen? Wieso jetzt? Ja, da habe ich mich auch gewundert. Winterreifen, Übergabe Bode und dickes Ausrufungszeichen. Wer war noch mal Bode? Bode ist der Chef von Teske und Siegmund. Den habe ich angerufen. Der hat mir gesagt, dass er keine Ahnung hat von Winterreifen. Und da ist mir eingefallen, dass ich die hier unten gesehen hatte. Ja, das war schon alles. Respekt. Und der Teske hat nichts von dem Versteck hier geahnt, hä? Ja, der ist ja auch nicht bei der Kripo. Das scheint so ein richtiges Tagebuch zu sein. Hören Sie mal, hier steht, Irene Stöcker ist eine reiche Frau, hat drei Apotheken, führt ein bürgerliches Leben, doch hinter der Fassade entwickelt sie erstaunliche kriminelle Energien. Es sind nicht nur die Billigpräparate, es gibt auch ein Zusammenspiel von Krankenhausbediensteten und Apothekern. Das ist, hier gibt es noch einen zweiten Skandal. Na komm, hör auf, einer reicht uns. Diese Eintragung hat sie eine Woche vor ihrem Tod gemacht. Und sie ist sehr schlau. Sie hat Teske umgedreht. Umgedreht mit Anführungsstrichen. Wahrscheinlich mit ihrem vielen Geld. Er spioniert hier rum. Besser, ich schmeiß ihn raus. Sehr gut. Kommen Sie, sollen andere aufräumen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich hole noch Kekse. Ist nicht nötig, danke. Bis jetzt ist Ihr Mann nicht mehr in dieses Hotel zurückgekehrt. Tut mir leid. Und Sie haben auch keinen Anhaltspunkt? Nein. Haben Sie sich mit Ihrem Mann hin und wieder über seinen Beruf unterhalten? Wenig. Er hat Arzneimittel und medizinische Produkte verkauft, viel mehr weiß ich nicht. Auch nichts über seine Kunden? Nein. Ja, gut. Dann will ich Sie nicht länger stören. Vielen Dank für den sehr guten Kaffee. Wollen Sie nicht doch noch eins? Nein, danke. Eins auf den Weg. Wie gesagt, wenn wir etwas hören, werden wir Sie benachrichtigen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Ja. Ich bringe Sie noch raus. Nicht nötig.
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Anne Siegmund nicht erschossen habe. Sie haben uns auch gesagt, dass Sie Teske nicht kennen. Das stimmt. Und trotzdem haben Sie ihm 20.000 überwiesen. Wofür? Ich sag's Ihnen. Teske sollte Anne Siegmund aus dem Weg räumen. Mit dem selbstgebauten Sprengsatz. Und er sollte das Material, das Anne Siegmund gegen Sie gesammelt hatte, sicherstellen. Und beides ist schiefgegangen. Dumm gelaufen, hm? Vielleicht haben Sie ja geahnt, dass Teske als Bombenleger ein Stümper ist. Und sind der Anne Siegmund deshalb von der Sprachschule nach Hause gefolgt. Und als Sie gesehen haben, dass der Sprengsatz nicht explodiert war, sind Sie zu ihr rauf, haben geläutet und haben Anne Siegmund erschossen. War es so? Ist doch abenteuerlich. Ja, gut. Da haben Sie jetzt ausnahmsweise mal recht. Ich sage nichts mehr. Ich muss zugeben, das haben Sie raffiniert gemacht. Sie haben mir gegenüber das Motiv Ihres Bruders dafür benutzt, um Ihr eigenes dahinter zu verstecken. Respekt. Aber Ihr Bruder hat nicht im Traum daran gedacht, sich an Anne Siegmund zu rächen. Tja. Gut, belassen wir es dabei. Für eine Anklage wegen Anstiftung zum Mord reicht es allemal, ne? Und bei einer Gegenüberstellung mit Teske wird vermutlich noch mehr draus. Danke. Der Untersuchungsrichter erwartet Sie. Kommen Sie. Fieska? Anne, was gibt's? Alles klar, wir kommen sofort. Wiegand, Arbeit! Deine Gegenüberstellung mit Teske wird die Steckerei. Noch haben wir Teske nicht. Er ist im Haus hier, ich bin ganz sicher. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Gut, du bleibst hier. Frau Teske, wir sind gekommen, hier einen Mann festzunehmen. Wie kommen Sie darauf, dass er hier ist? Ich weiß, dass er hier ist, also machen Sie keine Schwierigkeiten. Frau Teske. Ich schwöre Ihnen. Lass, Maren. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Nein, ich lass dich nicht gewinnen. Doch. Glaub mir, es ist besser, wenn ich es zu einem anständigen Ende bringe. Was machst du? Ja, war's nicht. Ich hab die Frau erschossen. Schieße sie, wenn sie meinen Mann nicht in Ruhe lassen. Bleib sie stehen! Maren, was machst du? Wirf die Pistole weg, du machst doch alles nur noch viel schlimmer. Nein, sie soll stehen bleiben, sag ich! Erde gelegen. Helfen Sie Herrn Teske beim Sachenpacken. Für beide. Kommen Sie. Und ob die noch geht? Das ist die Tatwaffe. Ich hab
die Frau erschossen. Euer Freund hat gesagt, dass Sie den ganzen Abend bei ihr waren. Ja, ich sollte auf die Kinder aufpassen. Kurz danach ist sie aus dem Haus. Ja, und als die Kinder schliefen, sind Sie gegangen? Ja. Ich habe gehofft, dass er zu uns zurückkommt, wenn es ihn nicht mehr gibt. Aber die Beziehung zwischen Anne Siegmund und ihrem Mann war schon längst zu Ende. Er ist zurückgekommen. Ist schon gut. Ich habe recht gehabt.